Keiner redet drüber. Liebeskummer und Liebesschmerz. Love Pangs, Liebesqualen haben am Wochenende Berlin in Atem gehalten. An Frank Castorfs Volksbühne hat der erste Kongress der Liebeskranken stattgefunden. Motto: Es ist keine Schande, verletzt zu sein. Zwei junge österreichische Künstlerinnen haben das Ganze ins Leben gerufen und prominente Kulturleute wie Elisabeth Schweger, Regisseur Christoph Schlingensief und Filmemacher Alexander Kluge haben ihr Outing angekündigt. Ratschläge zum Thema Trennung und Schmerz aus allererster Hand an der Grenze zwischen Kunst und Kurpfuscherei. Kultur als Lebenshilfe? Berlin im Love Pangs Fieber. Love Pangs ist kein neuer Computervirus und wirkt dennoch ansteckend. Die Bewohner der deutschen Metropole, deren Geschichte lange Zeit von Trennung und Schmerz bestimmt war, scheinen auf den Kongress der Liebeskrankengesellschaft nur gewartet zu haben. Über 1000 Besucher nutzen gleich am ersten Abend die Möglichkeit, mit Experten über die eigenen Liebesqualen zu sprechen. Um einen Termin zu einem intimen Vier-Augen-Gespräch zu erhalten, muss man sich zunächst einmal seiner eigenen Gefühlslage bewusst werden. 4 Phasen in 4 Farben. Pain, Schmerz, Rage, Wut, Resent, Enttäuschung und Over, vorbei, sollen Ordnung ins emotionale Chaos bringen. Phasen stehen dafür, dass man zeigen kann, es geht weiter, man bleibt nicht an der Stelle kleben. Es gibt eine Entwicklung, ob das jetzt vor oder zurück oder wohin auch immer ist, aber es bleibt nicht so. Bei Love Pangs geht es darum, es geht um eine schmerzliche Phase im Leben. Also deshalb sagen wir auch Love Pangs und nicht Liebeskummer, weil dieser Begriff schon sehr verbraucht ist. Die Kunst der Kommunikation als Lebenshilfe für Weitwunde. Jeder kann Love Pangs Experte werden, Ärzte, Juristen oder Hairstylisten. Menschen unterschiedlichster Berufe geben weiter, was sie in der Schule des Lebens gelernt haben. Der Wiener Designer Lo Breyer entwirft Liebeskummer-Symbole. Dann strahlt hier die Energie. Wenn jemand zu mir kommt, dann würde ich ihn einmal fragen, wie ist er mit seinem Liebeskummer umgegangen, wie hat er diese ersten Phase des Liebeskummers auch durchlebt, was hat er sozusagen dagegen getan oder was hat er dabei erlebt und hat er dabei eine gewisse Suppe gegessen, eine Buchstabensuppe zum Beispiel, dann wären es zum Beispiel auch Buchstaben oder sind ja immer so Dinge, an die man sich dann auch erinnert. Und das kann ein ganz interessantes Symbol ergeben, die man dann so als kleine Erinnerung so mitnehmen kann. Die in Berlin lebende österreichische Modedesignerin Lisa D. ist Expertin der Schmerzstufe Rage. Diese Phase finde ich deswegen so toll, weil man in dieser Phase für sich selber irrsinnig viel ändern kann im Leben. Und ich empfehle eine kreative, inspirierte Rache. Also sozusagen eine Rache, von der man selber auch sehr viel hat, indem man dem anderen, eigentlich indem man sich selbst total verbessert, in zum Beispiel in kreativen, indem man eigene Grenzen überschreitet und damit auch den anderen praktisch übertrumpft. Bei den halbstündigen Beratungsgesprächen kann man zusehen, aber nicht zuhören. Für Intimität ist also gesorgt. Alle sind aufgefordert, mitzumachen. Vom Zuschauer zum Mitwirkenden ist es nur ein kleiner Schritt. Gruppentherapie als Kunstinstallation. Ich finde das wunderbar. Das ist eine Form, wie Theater auch noch funktionieren kann. Ja? Es ist einfach eine neue Dimension. Das heißt nicht, dass es nur sowas geben muss, aber es ist einfach eine Form, die meiner Ansicht nach eine Öffnung ist zu einem anderen Verständnis von Theater als Ort. Love Pangs war ursprünglich ein Marketingkonzept von Heavy Girls Leiten, um Liebeskranken auf sinnliche Weise Halt zu geben. Für jede Schmerzphase gibt es Produkte in verschiedenen Geschmacksvarianten und Verpackungen. Love Pangs Bier und Suppen kann man während des Kongresses auch außerhalb der Volksbühne genießen. Ein Stadtplan führt zu Kurorten wie Sarah Wieners Speisezimmer. Die Tochter des österreichischen Künstlers Oswald Wiener war von der Love Pangs Idee begeistert und hat mit ihrem Küchenchef 4 Suppen kreiert. Für jede Schmerzphase eine. Ich
wir haben versucht, eben den Schmerz in unsere Maissuppe zu legen, dadurch, dass wir sie ein bisschen exotisch gemacht haben, ein bisschen süßlich. Natürlich haben wir bei Rage irgendwie mit Chili gearbeitet, haben aber ein vegetarisches Linsenchili daraus gemacht. Das Schwierigste war blau natürlich, da haben wir mit Curaçao eine Apfelsellerie-Suppe gefärbt. Und Resent heißt ja, man weiß noch nicht so richtig, es ist noch nicht ganz vorbei. Das heißt, das ist eine süß-saure Suppe. Und bei It's Over ist es eine schwarze Bohnensuppe. Die Tour führt auch zum bekannten Fernsehturm. Dort gibt es zwar keine Love Pangs Produkte, die Liftfahrt nach oben steigert aber die Gefühlslage. Und ein Blick aus 207 Meter Höhe lässt selbst die größten Probleme klein und unwichtig erscheinen. Zu vorgerückter Stunde beginnt der erste imaginäre Love Pangs Opernführer im großen Haus der Volksbühne. Dort erfährt Theaterprovokateur Christoph Schlingensief Trennungsschmerz am eigenen Leib. Denn Autor und Filmemacher Alexander Kluge hat ihn im Stich gelassen. Gemeinsam hatten sie geplant, Trennungsschmerz-Arien mit Schauspielern der Volksbühne Playback nachzusingen und mit 7 Kameras aufzuzeichnen. Schlingensief therapiert sich selbst, indem er alleine Regie führt. Eine kluge Entscheidung. Und so gipfelt die geplante Endlosoper in ausgelassenen Tanz- und Gesangseinlagen. Ein Abend, der Berlin und seine Bewohner verändert hat. Wenn es nach den Veranstalterinnen ginge, soll Wien als nächste Stadt vom Love-Pangs-Virus heimgesucht werden. Bis ein geeigneter Ort und finanzielle Unterstützung gefunden sind, heißt es für Liebeskranke in der Donaumetropole abwarten und leiden.